Hallo, ich bin Anis Player City und ich arbeite bei Elektro- und Lichthaus Knapp GmbH. Heute möchte ich euch die Tafel präsentieren, die wir selber mit einem anderen Azubi gebaut haben. Hier kann man verschiedene Sachen sehen, wie verschiedene Fassungen für verschiedene Leuchtmittel und verschiedene Schalter, auch Taster drunter, ein Serienschalter, eine ganz normale Steckdose und dann nochmal zwei Dimmer. Auf den LED-Dimmer hier gehe ich jetzt etwas genauer ein und da werde ich euch gleich auch meine Schaltung stecken. Genau, die Tafel haben wir zu internen Schulungszwecken gebaut oder falls wir mal auf ein Azubi-Messen gehen, damit wir die dann auch hinbringen können und andere Leute auch ein bisschen was stöpseln können. Genau. Und dann fange ich jetzt gleich mal an. Und zwar, die Sicherung immer draußen lassen als erstes. Zum eigenen Schutz. Wir haben zwar sichere Kabel, die man nicht berühren kann so leicht und auch sichere Buchsen, aber trotzdem immer die Sicherung rauslassen. Fange ich mal an. Und zwar, ich gebe jetzt erstmal meinem Schalter eine Phase. Die Phase ist die mitwichtigste Leiter, der mitwichtigste Leiter in der ganzen Schaltung, da einfach da der Strom drüber läuft. Dann bekommt er auch ein N, genauso wie die Lampe. Und das ist dann der Ableiter. Hier kommt die ganze Spannung und der ganze Strom drüber und hier geht sie wieder zurück. Und das ist dann mein Schaltdraht, sage ich da mal so. Im Prinzip wäre es das dann schon. Jetzt können wir die Sicherung anmachen. Und genau, die Lampe geht jetzt an. Dann kann man sie runterdimmen oder hochdimmen, wie man es gerade haben will. Genau. Und das ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk an der Tafel.